Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu den Grundbegriffen der Algebra. In diesem Beispiel geht es um 5 Gleichungen und ihre Lösungen. Denke dir das Beispiel bitte zuerst einmal selber durch. Von diesen 5 Gleichungen sollen wir feststellen, ob sie reelle Lösungen besitzen. Es sind 2 lineare Gleichungen, 2 quadratische Gleichungen und eine kubische Gleichung. Durch Äquivalenzumformung lassen sich alle diese 5 Gleichungen elementar lösen. Betrachten wir sie also einfach der Reihe nach. Gleichung Nummer 1 lautet 2x ist gleich 2x plus 1. Diese Gleichung ist durch die einfache Umformung minus 2x sofort zu lösen. Wir erhalten 0 ist gleich 1 und unabhängig von der Variable x ergibt das eine falsche Aussage. Wir haben also keine Lösung. Die zweite Gleichung lautet x ist gleich 2x. Diese Gleichung ist so einfach, dass man eine Lösung unmittelbar sehen könnte. Wenn wir 0 einsetzen, ergibt das in beiden Fällen auf der linken und rechten Seite wiederum 0. Also wäre 0 eine Lösung, aber auch die Umformung minus x, also 0 ist gleich x, führt zur gesuchten reellen Lösung x ist gleich 0. Wir können also eine Gleichung schon einmal bestätigen. Die dritte Gleichung lautet x² plus 1 ist gleich 0. Diese quadratische Gleichung lässt sich auch wieder durch einfache Umformung lösen, weil es sich um einen Spezialfall handelt. X² ist gleich minus 1 ist eigentlich die Aufgabe, aber das Quadrat einer reellen Zahl kann nicht negativ werden. Also gibt es hier keine reelle Lösung. Zwar 2 komplexe Lösungen, aber eben nicht wie verlangt reelle Lösungen. Die vierte Gleichung, x² ist gleich minus x, ist ebenfalls ein Spezialfall einer quadratischen Gleichung. Auch hier könnte man eine Lösung, und zwar die Lösung x ist gleich 0, bereits wieder erraten. Wenn wir das nicht schaffen, ist es immer noch möglich, durch elementare Umformung, indem wir x auf die linke Seite bringen und einmal herausheben, die beiden Lösungen aus dem Produkt zu erkennen. Wir sehen, der erste Faktor wird 0, wenn x gleich 0 ist. Der zweite Faktor wird 0, wenn x gleich minus 1 ist. Wir haben also sogar 2 reelle Lösungen. Diese Gleichung besitzt also einmal mindestens eine reelle Lösung und auch die können wir ankreuzen. Bleibt noch die fünfte Gleichung. Die Gleichung x hoch 3 ist gleich minus 1. Im Gegensatz zur quadratischen Gleichung hat diese kubische Gleichung allerdings eine reelle Lösung. Die Quadratwurzel aus minus 1 ist keine reelle Zahl. Die dritte Wurzel aus minus 1, die wir hier als Lösung bilden müssten, hat allerdings die reelle Lösung minus 1, da minus 1 hoch 3 wiederum minus 1 ergibt. Also besitzt auch diese Gleichung eine reelle Lösung. Und damit haben wir alle 3 Gleichungen mit reellen Lösungen gefunden und das Beispiel ist gelöst.